Hallo, meine Damen und Herren, Jackie wieder am Start. Und ja, ich mache ja gerade Eisfilm. Und ja, ich dachte mal, ich zeig's mal, wie sagt man so schön, hinter den Kulissen. Gut, wie sieht's aus bei mir? Also, wie, wenn ich ein Livestream mache, ich habe ja schon öfters erwähnt, ich mache das über die Xbox One S halt. Und ja, ich zeig euch mal kurz, wie es bei mir aussieht auf dem Bildschirm und wie ihr es seht. Und ja, eigentlich gibt es nicht viel zu sehen, deswegen wird es wahrscheinlich ein kurzes Video sein. Gut, hier einmal. Okay, erstmal schön Mia, die ist immer da. Und so sieht es aus. Und da ist der schöne blaue Balken da, genau da. Diesen blauen Balken, den seht ihr gar nicht. Also, wenn Untertitel ist, macht es ein bisschen problematisch für mich, weil gewisse Texte sind dann hier und die kann ich dann nicht lesen. Und jetzt kommt jetzt. So seht ihr es. Das ist halt, ich hab's ja offen halt wegen dem schönen, Chat, der hier ist. Der, naja, ich hab grad angefangen und da ich ein kleiner Anfänger-Streamer bin, von daher ist ja kaum was los momentan. Und ihr seht, wie gesagt, keinen blauen Balken. Wie kann's sein? Ja, es ist halt die Twitch-App, mehr ist es nicht. Und die App verlangt halt, so einen hässlichen blauen Balken zu haben. Ja, gut. Momentan läuft das ja so ab, 15 Minuten Ruhepause, weil ich will erstmal das alternative Ende euch zeigen. Und dann geht's halt richtig los mit Geballer. Und ja, wer weiß, vielleicht wiederhole ich nochmal einmal diesen Stream, zumindest dieses alternative Ende, wenn ich Lust habe, irgendwann mal. Ja, das war's eigentlich. Und da ist ja diese Controller halt. Da ist der Controller. Und hier ist das schöne Kabel. Und hier ist das Mikro. Das da, genau das hier. Das ist das schöne Mikro. Weil dieses Mikro wird nur aktiviert, wenn ich das per USB anschließe. Und weil der, wie soll ich sagen, der USB-Anschluss ist nur für PlayStation 4 oder Xbox, Quatsch, nicht Xbox, für PC gedacht worden. Und weil Microsoft leider so ein schönes Kabel hat und ich deswegen das Mikro nicht verwenden kann, was hier ist, sondern das da. Ich habe auch schon rumgetüftelt. Naja, für Anfang muss es reichen. Und da ich so ein Twitch-Anfänger bin, momentan, mein, ja, Anfänger kann man nicht sagen, ich mache ja YouTube schon lange. Von daher, schaut vorbei immer und je nachdem, was ich streame. Also ich spiele so nach Lust und Laune. Also, momentan sieht's so aus. Und nicht vergessen, wenn Untertitel ist, ich kann es nicht richtig lesen wegen den Balken, manchmal wird es dann verzögert hier vorgelesen. Dann lese ich es lieber im Stream nach als da. Versteht ihr? Gut, dann bis später. Tschüss!